auf, jetzt geht's los. Wenn Sie mich Huckepack nehmen, ich sehe sonst nichts. Viele Fernsehfrauen verschweigen ja ihr wahres Geburtsjahr. Laura Dünnwald geht ganz offen damit um. Hier. Klaus Kleber hat Mainz geprägt wie kein anderer. Die Bevölkerung allerdings erweist sich noch als ziemlich undankbar. Wer? Klaus Kleber. Der Nachrichtensprecher. Ja. Und er hat ja viel getan für Mainz. Finden Sie nicht? Denk doch. Ja, was denn zum Beispiel? Naja, dass er die Nachrichten gesprochen hat im ZDF. Ja, macht er ja noch. Na ja, gut. Ja. Aber er hat ja auch aus Amerika viel mitgebracht nach Mainz. Ehrlich. Ja. McDonald's, Demokratie, richtig. Freie Presse. Gut. Danke. Bitte. Ja, danke, Klaus Kleber. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausschließlich gute Meldungen über Laura Dünnwald, nun mit Jo Brauner. Und liebe Zimmerfrei-Zuschauer, wenn Sie Wolfgang Niedecken mal eine Freude machen möchten, dann schicken Sie ihm Alufolie. Die sammelt er hier in dieser Kiste, auch so von Joghurtbechern, Hundefutter, Frischkäse. Und aus diesen Teilen macht Wolfgang Niedecken Kunstwerke. Wie das hier. Oh, ist das nicht schön? Und wenn er genügend Alufolie zusammen hat, dann presst er sie sogar zu sowas hier. Das Gäste-WC. Super schick. Hier, diese Armaturen. Da. Nur leider fehlt das Waschbecken darunter. Hier. Deutschland sucht die Superflora. Ich bin jetzt hier an der ehemaligen Joggingstrecke von Laura Dünnwald und deshalb trägt diese Straße auch ihren Namen. Gelegentlich kommt sie natürlich auch nach Dünnwald und die Vorfreude bei den Einwohnern hier ist jedes Mal riesengroß. Überall in der Stadt werden Fotos von ihr plakatiert und am 18. und 19. ist sie wieder hier. Letztendlich hat er auf keinem Pferd sitzen müssen. Das hat man alles hier im Blue-Box-Verfahren gelöst. Vor diesem blauen Hintergrund hat er sich dann einfach so bewegt, als würde er auf einem Pferd sitzen. Ja! Hier ist die Bluse, die Laura Dünnwald bei ihrer ersten Tagesschau getragen hat. Und das hier ist das Original-Schnittmuster dazu. Ja. Du bist ja auch Patenonkel seines Sohnes. Habt ihr euch überlegt, was aus dem mal werden soll? Ja, wir sind uns einig. Wir bauen aus dem kleinen jungen Mann, der erst ein Jahr alt ist, aber ich glaube, nächstes Jahr beginnend einen neuen Hansi-Hinterseher. Skilehrer, so einen schleimigen mit langen Haaren und. Die Zunge fällt gerade. Ja, aber das, du kennst die Vorteile, glaube ich, nicht. Wir müssen übrigens aussteigen. Nenn mir drei Vorteile des Berufs Skilehrers: Uschi, Sandra und Katrin. Huhu. Das ist das Schlafzimmer von Jochen Busse. Hä? Sieht ein bisschen aus wie im Hotel, was? Aber es ist wahrscheinlich das erste Schlafzimmer in Deutschland mit angeschlossenem Wartezimmer. Die nächste bitte. Ja. Trinkt ihr dabei viel? Ja, wie das nun mal so beim Après-Ski ist. Also da geht einiges rein in den kleinen Mann. Manchmal muss dann aber auch wieder was... Er weiß, wann Schluss ist? Er weiß, nein. Dann kommt, da steht dann vor dir und sagt, hier, super Musik, toll in der Hütte. Und da habe ich noch ein Wodka und noch ein Bier und noch ein Glühwein. Und dann befreit er sich auch schon mal. Dann befreit er sich, der Körper schreit nach Befreiung. Ich möchte so sagen, es ist nicht nur so, dass der Berg dem Carsten was gibt. Manchmal gibt der Carsten auf den Berg was zurück. Genauso wie Elvis in Graceland seine letzte Ruhe gefunden hat, so wird auch für Laura Dünnwald hier in Dünnwald irgendwann einmal alles zu Ende gehen. Oh.